Roulette-System wie Marker Roulette selten sie seltsam kennt sie oder die seltsam kennt sie ein einfaches System, das die meisten Casino-Besucher, welche sich dem Roulette-Spiel mit echter Gewinnabsicht zuwenden, die einfachen Chancen bevorzugen, ist hinlänglich bekannt. Schließlich hat man auf Schwarz, Lund, Rot, Bayer, Lund, Empire, Mank, Lund, Passe, gegenüber allen anderen Chancen den unbestreitbaren Vorteil, lediglich den halben Bankvorteil in Höhe von 1,351% gegen sich zu haben, von dem obligatorischen Stück für die Angestellten, beim Spiel auf die volle Nummer, Plein, ganz zu schweigen. Allerdings stellt sich angesichts dieser einfachen, oder sollte man nicht besser sagen, primitiven, Chancen durchaus immer wieder die Frage nach der Qualität, das heißt dem Nutzwert der Informationen, welche man aus einer Abfolge lediglich zweier verschiedener Ereignisse ziehen kann. Natürlich kann man sich zum Beispiel an den entstehenden E-Cards, den Serien- und Intermittenzen und damit den Wechselkurs orientieren oder auch den Versuch unternehmen, Informationen aus der Verteilung anderer Chancen zu ziehen, welche mit der Zuspielenden in irgendeinem Zusammenhang stehen. Es stellt sich nur immer wieder die Frage, wie lange es denn wohl bis zum Auftreten eines geeigneten Satzsignals dauern soll. Ich jedenfalls habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Spiele auf einfachen Chancen, zumindest wenn sie wirklich als gewinnorientiert eingestuft werden können, viel zu lange Vorlaufzeiten erfordern, ganz zu schweigen von den grausamen Marathonsitzungen, welche sich langwierig gestaltende Partien dem Spieler aufnötigen. Doch nun zu unserem Spielvorschlag, bekanntermaßen gibt es beim klassischen Roulette drei Dutzende und drei Kolonnen. Möchte man nun bei jedem Chor ein Dutzend und eine Kolonne setzen, so hat man insgesamt 3×3 und mit den 9 Verschiedensatz- und damit Ereignismöglichkeiten. Nach einer Vorlaufphase von 8 Coups, wobei wir Zero grundsätzlich nicht mit berücksichtigen, hat man innerhalb dieser 9 möglichen Ereignisse im statistischen Mittel ungefähr folgende Verteilung in Bezug auf die Erscheinungshäufigkeiten der einzelnen Trefferzahlen zu erwarten. Es sind dies im Übrigen keine Werte, die nur einfach so ausgedacht wurden oder vielleicht anhand einiger weniger Permanenzuntersuchungen sich erschlossen haben könnten, sondern das Ergebnis exakter mathematischer Berechnungen, weswegen sie sich auch in der Praxis immer wieder bestätigen. Die Buchung, eine dem Spiel gerecht werdende Buchung, erfordert neben einer Notation der Permanenz, PM, der mit jeder gefallenen Zahl verbundenen Dutzend- und Kolonnenzugehörigkeit, D, K, einer entsprechenden Strichliste, Phi, und einem Vermerk der zusetzenden Chancenkombination, SZ. Lediglich das Vermerken des laufenden Saldos, SL. Wie man sieht, ist dieser Buchungsaufwand problemlos auf einer der in den Casinos vorgehaltenen Notierkarten zu bewältigen. Nachstehend ein Beispiel, die Satzregeln. Die nach Abschluss der Vorbuchung erforderliche Satzentscheidung ist grundsätzlich von der Anzahl der nicht getroffenen Kombinationen abhängig. Konkret gilt nun Folgendes: Grundsätzlich wählt man die zusetzende Dutzend-Strich-Kolonnen-Kombination ausschließlich aus jenen, welche in der Vorbuchungsphase bereits getroffen wurden. Sind insgesamt 3 oder weniger dieser Kombinationen ohne Treffer verblieben, wählt man die zusetzende aus jenen mit der geringsten Trefferzahl? Im Falle etwaiger Gleichstände, im Grunde die Regel, wählt man aus den Kombinationen mit der geringsten Trefferzahl jene aus, welche länger bzw. am längsten ausgeblieben ist. Haben 4 oder mehr Kombinationen keinen Treffer erhalten, so fällt die Satzentscheidung zugunsten derjenigen Kombination, welche die meisten Treffer auf sich vereinigt. Haben 2 oder mehr Kombinationen die gleiche höchste Trefferzahl erhalten, so ist jene aus diesen zusetzten, deren letzter Treffer am wenigsten zurückliegt. Die ermittelte Dutzend Strich-Kolonnen-Kombination wird nun kontinuierlich genau 8-mal ohne jede Satzsteigerung und unabhängig vom jeweiligen Saldo gesetzt, wobei Zero in vollem Umfang und damit auch saldomäßig mit berücksichtigt wird. Demonstrationsspiele abschließen das Vorspiel dreier Partien, anhand deren Sie das Gesagte nachvollziehen können. Gehen Sie die Spiele möglichst Coup für Coup durch und machen sich insbesondere die Satzentscheidung klar. Auf diese Weise werden Sie das Spiel schnellstmöglich beherrschen und in der Praxis problemlos anwenden können.